Hallo wieder zusammen, liebe Mineralienfreunde, Fossilensucher und alle, die es noch werden wollen. Heute mal wieder ein spezielles Thema. Und zwar soll es mir darum gehen, eignen sich Mineralien als Investment oder als Kapitalanlage, worauf es ankommt. Die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich die verschiedensten, ja, Investitionsmöglichkeiten oder Kapitalanlagen. Reden wir mal von Immobilien, irgendwelche, ja, Aktien, selbst Gold oder verschiedene andere Sachen, Münzen, sogar Briefmarken. Ja, aber Mineralien werden so als Investment wahrscheinlich kaum wirklich bekannt sein, zumindest nicht einer breiten Masse. Und da kann ich auch deswegen schon mal gleich vorweg sagen, ich muss hier leider einen Bericht machen, der ein bisschen ernüchternd sein dürfte, wobei es trotzdem nicht generell die Möglichkeit ausschließt, dass man Mineralien als Investment betrachten kann. Dass Mineralien als Edelsteine verarbeitet, als Kapitalanlage inzwischen etabliert sind, das dürfte inzwischen, denke ich mal, bekannt sein. Bestes Beispiel sind Diamanten oder auch andere Edelsteine wie Smaragd, Saphir und Rubine, was es da noch alles so gibt. Aber darum soll es mir heute nicht gehen. Mir soll es um unverarbeitete Mineralien gehen. Das gleiche gilt im Übrigen auch an dieser Stelle für Fossilien. Also ich handle zwar jetzt Mineralien ab, aber die Prinzipien und die Marktlagen etc. gelten im Prinzip auch für Fossilien. Die richtigen oder langjährigen Mineraliensammler haben ja inzwischen bestimmt schon einige Schätze zu Hause gelagert und in ihren Vitrinen stehen. Und für uns Mineraliensammler ist wahrscheinlich der immaterielle Wert viel wichtiger als der materielle Wert. Aber es kommt immer wieder auch dazu, dass Mineraliensammlungen teilweise als Ganzes verkauft werden müssen oder verkauft werden. Beispielsweise, wenn Sammler verstorben sind oder die Angehörigen nicht damit wissen, was sie machen sollen. Und spätestens hier entscheidet sich, was Mineralien wirklich wert sind. Nur, wie kann man denn überhaupt einen Wert von Mineralien ermitteln? Naja, zunächst gibt es da schon einige wichtige Kriterien, um überhaupt eine Schätzung zu bekommen. Und die wichtigsten Kriterien sind hier einmal vor allem Herkunft, Seltenheit und Größe oder auch Besonderheit. Ja, und die Sachen müssen auf jeden Fall schon mal passen, damit man überhaupt Hoffnung haben kann, dass man das schnell am Markt verkauft bekommt, wenn man es denn verkaufen will, oder um eine realistische Preiseinschätzung zu bekommen, auch von einem Experten. Letztlich gilt die Grundregel, wie bei allen Sachen eigentlich, rara sunt cara, Seltenes ist teuer. Ja, heißt am Ende, umso seltener ein Mineral ist, umso schwerer es zu bekommen ist, umso teurer ist in der Regel sein Preis. Geht ja bei allen Sachen so. Auch bei Oldtimer, Briefmarken, was sonst noch alles so gibt. Aber das gilt leider eben nicht immer. Und das hat in der Regel auch was mit der Marktlage zu tun, auf die ich später noch ein bisschen eingehen werde. Aber wie kann man denn nun überhaupt einen Preis ermitteln bei seinen Mineralien? Naja, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Jeder von euch kennt wahrscheinlich beispielsweise eBay. Es gibt die Mineralienbörsen und es gibt noch ein paar weitere Sachen, die ich euch vorstellen werde. Aber das Problem ist daran, und das werde ich euch auch gleich an einigen Beispielen mal zeigen, dass eigentlich nur Auktionen einen realistischen Preis hervorbringen. Zum anderen gibt es auch immer mal wieder kleine Trends am Markt, wo bestimmte Mineralien gefragt sind und andere wieder nicht. Habe ich auch schon mehrmals beobachtet. Auch darauf werde ich noch mal ein bisschen eingehen. Und die Sache ist eben die, klar, man kann jetzt seine Mineraliensammlung oder seine Steine auch von einem Experten schätzen lassen. Allerdings, was nützt die beste Expertenschätzung, wenn der Markt die gerade dafür kein Interesse hat? Da kann zwar irgendwas seinen Wert haben, ja klar, aber wenn der Markt das nicht will, ist es am Ende trotzdem unverkäuflich. Deswegen bringe ich jetzt einmal einige Beispiele und gehe dafür auf eBay, um das mal ganz gut zu veranschaulichen. Und gleich mal eine kleine Bitte um Verständnis. Ich werde natürlich hier
erstmal nur die Beispiele bringen, die ich persönlich kenne, die ich persönlich ein bisschen bewerten kann, wo ich auch recherchiert habe. Es gibt mit Sicherheit auch in eurer Region eine Menge Minerale, wo ihr euch besser auskennt mit dem Wert und mit der Betrachtung. Könnt ihr mir auch gerne unten reinschreiben, ist für die Community bestimmt sehr interessant. So werde ich jetzt mal auf eBay gehen und werde an verschiedenen Beispielen, Mineralen, Fundorten mal zeigen, wie der Markt aktuell aussieht. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Rauchquarz oder Bergkristall aus Bad Brambach im Vogtland. Da gilt ja die Fundstelle quasi als erloschen. Zumindest wurde der Steinbruch mittlerweile ziemlich versiegelt und es würden sich im Grunde nur noch auf neuen Baustellen mal durch Zufall irgendwas finden. Was in den letzten Jahren aber wirklich kaum vorgekommen ist. Ja. Da ging es in den letzten Jahren eigentlich immer preislich ein bisschen bergauf, gab es mal wie einen kleinen Trend. Aber inzwischen, ne, muss ich sagen, ist die Nachfrage ein bisschen stagniert. Und man sieht auch hier, okay, da sind zwar Gebote gegeben, sind auch stattliche Preise, aber fragt dann der Markt irgendwas nach tatsächlich? Ja, und das kann man dann spätestens dann erkennen, wenn man mal hier schaut. Da ist Auktion eingestellt. Wenn ich dann mal gehe auf Gebotsanzahl, meiste zuerst, spätestens dann kommt die Ernüchterung. Null Gebote. Ich finde ja keins, wo überhaupt ein Gebot drauf geben wird. Und es ist schon wirklich alles an Mineralien und Fossilien in Bad Bramara. Ich habe die Suche erstmal so gemacht, dass wirklich alles anzeigt. Rauchquarz und Bergkristall, damit es da keine Ausschlüsse gibt. Aber wie ihr seht, schwierig. War mal anders gewesen. Ein klein wenig besser sieht es aus mit Mineralien von Pöhla. Allerdings auch eingeschränkt, wohlgemerkt. Da hat man hier zum Beispiel eine kleine Silberstufe für 4,50 Euro, okay, 4 Gebote. Da können wir jetzt mal annehmen, der Markt dürfte auf jeden Fall noch mehr dafür bieten, weil es immer nur das zweithöchste Gebot anzeigt und nicht das höchste. Auch ein Klassiker, Fluorit, den typisch honiggelben Baryt, den suche ich gerade noch. Aber ja, ich finde ihn gerade nicht. Hier haben wir mal so ein Stück. Allerdings auch hier kein Gebot. Schade. Auch hier. Honiggelber Baryt, was so ein wirklicher Klassiker von Pöhler war, habe auch so ein Stück zu Hause. War zeitweise sehr gut gefragt und aktuell finde ich da selten mal, dass da darauf geboten wird. Etwas schade, aber es zeigt eben, es gibt immer mal wieder einen Trend am Markt und Phasen, wo das überhaupt nicht gefragt ist, aus irgendeinem Grund. Aber selbst hier sind die Preise, naja. Man könnte sich wirklich mehr erhoffen als Sammler. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sind aktuell die Fluorite aus der Grube Bergmännisch Glück von Frohnau. Das habe ich jetzt auch schon auf den Börsen gemerkt. Die sind doch gefragt, wahrscheinlich auch wegen ihrer Farbe und weil die eben wirklich irgendwas Besonderes haben. Und man sieht jetzt, okay, hier stehen sie noch 5,50 Euro. Da muss man aber eines dazu sagen. Geht man jetzt nämlich mal auf das Mineral selbst drauf und schaut euch an, wie groß es ist. Ja, dann liest man hier 4,7 mal 2,4 mal 2,8 cm. Das ist jetzt nicht wirklich groß. Also das passt zwischen die Finger. Hier gibt es eben wirklich Gebote. Hier gibt es auch sogar sehr viele Aufrufe. Und das ist mal so ein gutes Beispiel dafür, wie man wirklich einen Preis von Mineralien ermitteln kann, wenn es wirklich auf verschiedene Minerale von einem bestimmten Fundort Gebote gibt. Hier ist ein weiteres mit Geboten, noch eins, auch wenn das hier von Dürfel ist, auch aus der Nähe. Das war es dann zwar hier auch schon, aber man hat wenigstens etwas, wo man sich mal drauf berufen kann. Im Gegensatz dazu sind
leider gerade scheinbar wieder die Arade aus der Region von St. Egidien wieder nicht so besonders gefragt. Also man hat hier eigentlich sogar nicht mal teure Angebote, aber kein Gebot, nichts. Also man sieht schon, obwohl ja auch teilweise wirklich schöne Stücke dabei sind, scheint es dann Markt nicht gerade anzufragen. Ich kann jetzt zum Spaß mal auch auf alle gehen, dass mir alle anzeigt. Werden jetzt nicht wirklich mehr. Aber ändert nicht wirklich die Situation. Es gibt zwar noch eine scheinbar eine Nachfrage, wie ich sie gemerkt habe, auf der letzten Börse in Aue für Arad aus der Region Chemnitz und Zwickau. Aber insgesamt ist die Marktlage hier scheinbar sehr schwach. Und das, obwohl auch hier man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Fundstelle quasi erloschen ist, beziehungsweise dort nicht wirklich mehr was Besonderes zu finden ist. Außer vielleicht noch ein paar Bruchstücke, weil dort einfach wirklich über Jahrzehnte alles von den Mineraliensammlern abgegrast wurde. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Sonderfall. Und zwar haben wir hier noch eine Fundstelle, die ebenfalls quasi als erloschen gelten kann. Und zwar eine Fundstelle von Turmalin und aber auch Peril bei Irversgrün im Vogtland. Dort wurden ja riesige Turmaline und Berylle und noch mehr gefunden. Ne? Und dort ist es aber so, man sieht zwar hier jetzt wirklich nur ein Angebot auf eBay und wird auch scheinbar zumindest noch nicht verkauft, läuft noch einige Zeit, kein Gebot drauf. Allerdings ist es so, viele Sammler stellen auch gar nichts erst zum Verkauf. Das heißt, hier ist die Sache ein bisschen täuschend. Man denkt, okay, hier auf eBay wird nichts dafür geboten, aber die richtigen Stufen, die verkauft eben keiner. Und deren Wert dann zu ermitteln, wird dann wirklich schwer. Da muss man dann wahrscheinlich wirklich ins persönliche Gespräch gehen mit solchen Sammlern, um zu erfahren, für welchen Preis ein Sammler denn sein Stück verkaufen würde. Da muss man natürlich aber auch erstmal rausfinden, ne? Wer hat denn überhaupt solche Minerale? Also wenn ich jetzt für mich entscheiden will, okay, ich will jetzt ein Mineral von Irversgrün, von dieser Fundstelle mir zulegen als Anlage, als Investition, dann muss ich erstmal sehen, gibt es überhaupt jemanden, der das überhaupt verkaufen möchte? Und das ist nämlich schon das nächste Problem, wenn man in Mineralien wirklich gezielt investieren möchte. Es ist derzeit nämlich auch schwer, wirklich Mineral zu finden, die sich als Investition lohnen oder zumindest die sich dafür eignen. Ein weiteres Beispiel aus dieser Kategorie, wo man denkt, okay, Fundstelle quasi erlöschen, zumindest lassen die dort kaum noch jemanden rein, was finden, sind beispielsweise die Pyritwürfel aus Navajun in Spanien. Man sieht schon hier, ja, wird auch nicht wirklich viel angeboten, obwohl es schon schöne Stücke sind, gerade so ein ausgeprägter Würfel mit dem Würfel, der noch drin steckt, aber wird nicht mehr was drauf geboten. Ist schon merkwürdig. Vielleicht könnt ihr ja dazu was sagen. Zumindest auf eBay scheint das gerade nicht gefragt zu sein. Wo ich mir auch deutlich mehr erhofft hätte, war beim Mineral Tanzanit, was ja zu Edelsteinen verarbeitet werden kann. Aber auch hier hat man, sagen wir mal, so eine große Kiste mit vielen drin. Aber ein einziges Gebot, okay, liegt bei 60 Euro. Aber an sich hätte ich das sehr in Grenzen. Wie ihr seht, wird da kaum was drauf geboten. Nun kann man wirklich die Frage stellen, woran liegt es aktuell? Liegt es aktuell an der insgesamten Marktlage, auch in der Wirtschaft? Oder hat es andere Gründe? Deutlich besser sieht es dann aber schon wieder aus bei Mineralien wie Turmalin. Vielleicht liegt es auch daran, dass der so besondere Farben hat. Ich weiß es jetzt nicht. Aber hier
Zeit ist auf jeden Fall auf diese Turmaline wird geboten. Und zwar auch sehr viel teilweise. Was man jetzt zwar nicht hier direkt sieht, aber dafür auf anderen Seiten. Hier muss man nämlich dazu sagen, der Preis scheint ja wenig, aber entsprechend klein ist auch der Turmalin. Der hier, den habe ich mir angeschaut. Ich dachte, okay, der ist schon ordentlich groß, wie der auf dem Bild erstmal wirkt. 2,50 Euro, oh, da ist billig. Aber ein Blick in die Größe, ja, da ist gerade mal 12 mm lang, also wirklich ziemlich klein. Da kann man sich entsprechend vorstellen, was ein Turmalin kosten würde, da ich sage mal fünfmal so groß ist. Die Preise steigen ja dann eben nicht linear, sondern exponentiell. Hier wird auf jeden Fall fast auf jeden Turmalin geboten. Und es zeigt mal wieder wirklich, es gibt da immer mal einen Trend. Da ist das Mineral gefragt, dann ist irgendwann wieder dazu ein anderes Mineral gefragt. Und das immer abzupassen, ist natürlich nicht einfach, weil das kann man wirklich nicht vorhersehen. Nun gibt es aber eben nicht nur eBay, sondern hier gibt es noch eine ganz andere, sehr interessante Seite. Und die ist nämlich Katawiki. Dort gibt es richtige Mineralauktionen auf einem, man kann sagen, professionellen Niveau. Und der Vorteil ist hier, hier sieht man vor allem auch Auktionen, die schon beendet sind. Und sieht dann, okay, zu welchem Preis wurde ein Mineral verkauft. Und das ist sehr hilfreich für die Wertbestimmung von seinen eigenen Mineralien. Auch wenn man vielleicht nicht gerade das gleiche hat, aber um das abschätzen zu können. Da gibt es verschiedene, ja, Menschen oder Auktionäre, die dann so eine Sammlung zusammenstellen, die da zusammen, ja, man kann sagen, verkauft werden sollen. Sind immer so wie Art Kollektionen. Und dann sieht man jetzt zum Beispiel hier Aquamarinkristall auf Wundergeschein 14 cm, 150 Euro war das letzte Gebot. Und hier kann man wirklich sich einen guten Überblick verschaffen, zu was bestimmte Mineralien verkauft werden. Manchmal steht leider kein Preis dort, aber man weiß, okay, die wurden ja angeboten und die fanden auch einen Preis. Hier hat man wieder einen typischen Regenbogen Fluorit von Frohnau und viele andere Minerale mit, ja, bekannten Fundstellen. Aber auch hier zeigt es schon aktuell, die Preislage ist aktuell nicht so, wie man sich die gerne wünscht. Und auch hier gilt wieder, umso seltener, umso teurer. Und umso größer, umso teurer. Was mir auf jeden Fall ja auch auffällt, ist wirklich, dass auch die Art der Fotos sich natürlich deutlich unterscheiden von denen, die man auf eBay sieht. Also ich denke mal, wer wirklich seine Mineralien verkaufen möchte oder sein Wert ermitteln möchte, ist hier vielleicht sogar besser beraten als bei eBay. Da gibt es dann hier auch noch verschiedene Kategorien. Das ist, man kann sagen, auch so eine richtige Auktionsbörse hier für höherwertige Sachen. Und dann hat man hier beispielsweise Archäologie und Naturkunde. Und dort sieht man auch den Bereich Fossilien. Nur um auch nochmal ganz kurz den Fossilien-Sammlern was zu bieten. Auch hier werden tatsächlich Sachen angeboten, teilweise auch zu ordentlichen Preisen. Hier zwar aktuell nur Heizzähne, aber ich denke mal, da wird es auch andere Sachen geben. Das ist bestimmt eine bessere Seite als eBay, wenn man seine Minerale selbst schätzen will. Klar, Nachteil ist, die Seite ist ja noch nicht so sehr bekannt wie eBay. Aber zumindest kann man hier bessere Preisniveaus sehen.
dass die Welt der Minerale, Edelsteine, aber eben auch Fossilien als Investment in dieser Investmentwelt angekommen sind, das belegt ein bisschen auch die Seite von Convy. Allerdings muss man sagen, hier werden wirklich sehr große Sachen angeboten. Also, wo es wirklich in den fünf- bis sechsstelligen Bereich geht. Und weit darüber hinaus, wie ich gerade sehe. Ich hoffe, ich konnte euch bis hierhin schon einen ersten Einblick geben in die aktuelle Lage und wo man seine Mineralien bewerten kann oder selbst mal einschätzen kann, wo die im Preis liegen. Und ich denke mal, ihr habt auch gesehen, ja, man würde sich etwas mehr wünschen in der Wertschätzung dieser, ja, für uns wertvollen Steine. Was ihr auch gesehen habt, ist, es gibt da scheinbar immer wieder kleine Trends. Wo es allerdings keine Trends gibt, beziehungsweise wo es diesen Trend gar nicht braucht, sind Minerale, die aufgrund dessen, was sie als Mineral enthalten oder was sie als Metall enthalten, besser gesagt, einen Wert haben, der sich schon ein bisschen an den Börsenpreis notiert für das, was sie enthalten. Und hier spreche ich, vielleicht weiß es der eine schon, von Mineralien wie Gold, Silber oder Platin, beziehungsweise Minerale, die diese Stoffe enthalten. Was ja besonders gerade gefragt ist, ist auch Gold auf weißem Quarz. Da gibt es ja verschiedene Herkünfte aus Kanada. Früher gab es auch mal schöne Stücke, die ich gesehen habe, von Tarngold, wirklich weiße Stücken mit Gold überall drin, sehr schön. Dann gibt es sowas wie die richtigen tollen Silberstufen, wie man sie früher in Freiberg gefunden hat. Die haben wirklich immer ihren Wert, aber die bekommt man auch wirklich sehr selten zu kaufen eben. Ja, was haben wir noch? Platinminerale habe ich jetzt noch keins wirkliches gefunden. Was es allerdings auch noch gibt, ist vielleicht, ob es den einen oder anderen bekannt ist, weiß ich jetzt nicht, und so nennt ich das Beniduit. Ja, ist auch schon fast als Edelstein zählend. Allerdings werden auch ähnlich wie bei Tanzanit die Rohsteine schon sehr hoch gehandelt. Aber auch dort, man bekommt sie einfach so gut wie nicht zu kaufen. Und deswegen wird es auch dort wieder schwer, eine Preisfindung zu machen. Allerdings gelten eben diese Minerale, die ich gerade genannt habe, also mit Gold, Silber etc., die gelten eben, ja, man kann sagen, als Top-Investment, wenn man wirklich von Mineralien als Investment spricht. Also dort kann man wirklich eigentlich nichts falsch machen. Natürlich gibt es im Bereich von Mineralien, gerade wenn man sie kauft, um einen gewissen Wert zu Hause zu haben, auch einige Probleme und vor allem Betrügereien, leider. Ja, das erste Problem ist eben, es gibt quasi keine Standards. Es gibt jetzt nicht sowas wie bei Gold, wo man das genau nach einer bestimmten Reinheit und nach einem bestimmten Gewicht kategorieren kann und entsprechend den Preis ganz genau bestimmen kann. Das gibt es leider nicht. Selbst bei Diamanten, wo man seine vier Cs hat, nachdem man den Wert bestimmen kann, gibt es auch nicht bei Mineralien. Also man ist da wirklich extrem weit weg von irgendeiner Standardisierung, um den Wert überhaupt auf anderer Basis ermitteln zu können. Des Weiteren gibt es inzwischen immer mehr künstliche Minerale auf dem Markt und teilweise auch richtig gut gemacht. Ich habe letztens so Stufen gesehen aus China, die haben jetzt schon angefangen, Quarzkristalle zu züchten oder Quarzstufen. Die sehen wirklich sehr perfekt aus, aber eben schon fast zu perfekt, um echt zu sein. Ja, werden inzwischen auch schon angeboten und konkurrieren natürlich mit den echten Quarzen. Sehr schade und ist ja auch immer die Frage, wer ist in der Lage, diesen Unterschied zu erkennen? Man braucht da schon ein bisschen Erfahrung, um da wirklich zu erkennen, okay, das ist ein echter Quarz und das ist kein echter Quarz. Okay, Quarz in dem Sinn ist es schon echt, aber der eine ist eben natürlich gewachsen und der andere ist künstlich hergestellt. Ein weiteres Problem, was ich jetzt auch immer häufiger sehe, sind entweder falsche Fundortangaben oder gar keine Fundortangaben. Ja, das hat man natürlich häufiger bei Mineralien aus dem Ausland oder bei irgendwelchen Händlern, die sich überhaupt nicht auskennen,
Ich sag mal so, Flohmärkte, bestes Beispiel, dort erlebe ich das am häufigsten. Und weil ich schon teilweise als Antwort bekomme auf die 100 Nachfrage, die sind manchmal wirklich sehr erschütternd, wie die Leute versuchen, Mineralien zu verkaufen. Also, das ist manchmal wirklich grenzwertig. Aber lasse ich jetzt an dieser Stelle mal sein, mehr darauf einzugehen. Ja, falsche 100 Angaben können natürlich problematisch sein, weil sich eben teilweise der Wert eines Minerals sehr unterscheiden kann, je nach Fundort. Also beispielsweise ist ein Amethyst aus dem Erzgebirge viel mehr wert als ein Amethyst aus Brasilien. Dort hat man eben viel größere Stufen, eine ganz andere Marktmenge oder viel mehr Material am Markt als beispielsweise aus dem Erzgebirge, wo auch die Funde entsprechend dürftiger sind. Die Profis würden das natürlich sofort erkennen, wo ein Mineral tatsächlich her sein könnte. Allerdings für den Laien ist es oft nicht wirklich ersichtlich, wo ein Mineral wirklich herkommt. Und wenn man dann wirklich noch vorsätzlich einen falschen Fundort angibt, ja, dann ist das natürlich Betrug. Was ähnliches ist auch jetzt bei Fossilien gerade am Markt, weil ich immer wieder sehe, da werden inzwischen sogar wirklich Fossilien komplett künstlich hergestellt. Das kann man sich nicht vorstellen. Kommen meistens so aus der Gegend von Marokko, diese Händler. Ihr werdet sie auf den Börsen vielleicht schon gesehen haben. Und was die da an Fakes wirklich verkaufen, ist schon wirklich erstaunlich. Aber ich kann nur sagen, Hände weg, denn das hat nichts mit irgendeinem Wert zu tun. Ein weiteres Problem ist aktuell, dass, wie kann man das sagen, Sammler sterben. Ich erlebe es jetzt auf eBay oder auch in Gesprächen mit Sammlern, dass sehr viele ältere Sammler verstorben sind im letzten Jahrzehnt. Zuletzt habe ich beispielsweise viel zu spät erfahren, dass der ja, in seiner Zeit sehr bekannte Geologe oder auch Mineraloge Dieter Bartnik verstorben ist. Von dem hätte ich nämlich gerne mal die Sammlung angeschaut oder von ihm was abgekauft. Sehr schade, und ich lese auch immer wieder auf eBay, wenn es dann unten drunter heißt, Ex-Sammlung von dem und dem, eben mal Sammlung der und der. Schade. Und ich sehe es auch bei meinen Zielgruppen, dass die wirklich, ja, man kann sagen, 70 bis 80% ist alles 40 plus. Darunter wirklich sehr sporadisch die Zielgruppen jetzt vom Alter her. Teilweise sogar 40% meiner Zielgruppe liegt aktuell im Alter von über 60. War ich sehr erstaunt darüber. Es sagt aber auch wirklich viel aus, dass aktuell Mineraliensammler ja, ein eher höheres Alter haben. Und wir, ich bezeichne mich jetzt mal als junger Sammler und auch die anderen, die gerade noch zum Beispiel viele YouTube-Videos machen, eher die Jüngeren sind. Und wir versuchen natürlich klar, irgendwo das Mineraliensammeln mal wieder zu etablieren in der Bevölkerung. Ob es uns gelingt, ich weiß es nicht. Teilweise habe ich schon sehr positive Rückmeldungen bekommen, aber es muss sich zeigen, wie sich das Ganze weiterhin entwickelt. An dieser Stelle auch gleich mal die Frage an euch: Ja, gibt es denn unter meinen Zuschauern noch sehr junge Sammler? Wie alt seid ihr ungefähr, würde mich nochmal interessieren. Vor allen Dingen, ja, und wie seid ihr auch zum Sammeln gekommen? Habt ihr schon in jungen Jahren größere Sammlungen angelegt oder seid ihr erst ganz neu dabei? Kommen wir aber jetzt mal zur Marktlage und was eigentlich das Problem ist. Ich habe ja gerade schon mit erwähnt, die alten Sammler sterben aus, große Sammlungen kommen damit auch auf den Markt, logischerweise, wollen irgendwo ihren Käufer finden, und da wird es eben dann schon ein bisschen schwierig. Weil, wie gesagt, die Zielgruppe der Mineraliensammler müsste sich deutlich vergrößern, um mal wieder den Markt ordentlich zu beleben. Man sieht eben, dass diese, wie nennt man das, Liquidität am Markt gerade nicht besonders hoch ist für Minerale, und da kann es dann eben wirklich Monate dauern, bis ein Mineral den richtigen Käufer findet. Das liegt aber auch wieder, wie gesagt, daran, es gibt Trends,
Es gibt aktuell Probleme, ja, im Land, die für die Menschen wichtiger sind. Man muss natürlich auch sagen, Minerale kann man in gewisser Weise als eine Art Luxusgut betrachten. Das ist eben nicht was, was man jetzt täglich braucht. Und schon deswegen trifft es den Mineralienmarkt auch immer bei Rezessionen entsprechend hart. Wichtig ist es am Ende wirklich, als Mineraliensammler möglichst viele Kontakte zu knüpfen, persönliche Kontakte. Denn ich glaube immer noch daran, gerade im persönlichen Umfeld zwischen Mineraliensammlern findet wahrscheinlich die Preisfindung auch sehr gut statt und hat man wahrscheinlich auch oft eher eine Chance, seine Mineralien an jemanden weiterzugeben oder zu verkaufen, der das auch wertschätzt, als wenn man das jetzt einfach nur in den Markt reinschmeißt und hofft, dass es irgendwer gerade da Interesse hat, das genau das zu kaufen, was man gerade anbietet. Was Grundlegendes ist aber wirklich wichtig, wenn man wirklich seine Minerale unabhängig von der Marktlage als Investment betrachten will. Und zwar, das ist die Lagerung. Es gibt sehr viele Minerale, die können bei falscher Lagerung wirklich sich in, ich will sagen, Luft auflösen, aber die können wirklich zerbröseln. Es gibt Minerale, die verlieren ihre Farbe. Es gibt Minerale, die kann man nicht waschen, die muss man extrem gut vor Staub schützen. Also die Konservierung seiner Minerale, die ist wirklich sehr wichtig, wenn man sie als Investment betrachten möchte. Weil wenn ich jetzt etwas kaufe, was in 10 Jahren dann kaputt ist, weil es eben schlecht gelagert wurde, nützt mir auch nichts. Ganz wichtig ist es aber an dieser Stelle nochmal festzuhalten, dass Minerale kein Investment sind zur Krisenabsicherung. Das muss man hier ganz klar sagen. Minerale haben zwar ihre Wertbeständigkeit, haben auch immer wieder mal einen Wertzuwachs, auch wenn man den am Markt gerade in komischen Phasen nicht ganz sehen kann, aber sie werden die Inflation definitiv überleben, während sich Papiergeld immer entwertet. Aber gerade während einer Inflation oder während einer Wirtschaftskrise eignen sich diese Minerale eben nicht zur Absicherung, weil die Leute haben einfach in dieser Zeit andere Probleme. Die haben Probleme, ihre Kosten zu decken, die haben Probleme, vielleicht einen Job zu finden, überhaupt das Leben zu finanzieren. Und da stehen Hobbys ganz hinten an. Das ist mit allem so. Und man kann eben auch nicht einfach mal mit einem Mineral in den Laden gehen und versuchen, damit zu bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Im Gegensatz zu Gold oder Silber, was man in ganz kleinen Einheiten bekommen kann, das dürfte angenommen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit in ganz harten Zeiten, aber mit Mineralien wird man da nicht weit kommen. Daher ganz klar, um sich für das finanzielle Überleben während einer Inflation oder Wirtschaftskrise abzusichern, braucht es definitiv andere Dinge. Einige kennt ihr ja schon, habe ich ja schon immer wieder mal genannt in anderen Videos. Aber ich denke mal, Mineralien eignen sich dafür nicht. Ist auch eigentlich nicht so schlimm, denn seien wir ehrlich, wir als Mineraliensammler, für uns ist eigentlich meistens der immaterielle Wert viel höher als der materielle Wert von diesen Mineralien. Ich verbinde die meisten Mineralien eigentlich immer mit Erinnerungen an die Zeit, wo ich das gefunden habe, den Ort, wo ich das gefunden habe. Und das ist eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht. Wie seht ihr die ganze Sache? Ist jemand unter euch, der seine Mineralien auch als Investment betrachtet oder ihnen einen besonderen materiellen Wert zumisst, der seine Mineralien vielleicht sogar verkaufen möchte und wissen möchte, wie er den Preis einschätzen kann? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wie immer, ich konnte euch einen Mehrwert mit diesem Video bieten und hoffe wie immer auf viele Abonnements und Gefällt mir Klicks. Schauen wir mal, wo es mich demnächst wieder hin verschlägt, was ich mir demnächst wieder einfallen lasse. Und bedanke mich bei allen, bei euch wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.